Tja, wir spielen momentan einfach auswärts besser als zu Hause. Das kennen wir ja schon. Und ich grüße euch zu einer neuen Folge FIFA 14 Karrieremodus. Heute geht's mit meiner Let's Play-Mannschaft gegen meine Lieblingsmannschaft. Also, ich würde mal sagen, weiß-rot gegen. Ja, das sieht man nicht. Ich glaube, da müssen wir dann wirklich so spielen. Gegen die Hamburger, die in der Tabelle vor uns stehen. Auf jeden Fall, es wird regnen. Aber da bin ich jetzt nicht mehr wie eine Katze wie früher, dass ich mich da schütteln würde. Denn das lag uns ja eigentlich in letzter Zeit, ne? So, Ginter habe ich gelesen als Stürmer. Fantastisch, Weltklasse. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal irgendwie, ja, komplett nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mit seit 10 Spielen kein Tor mehr geschossen haben. Dann eventuell mal den Ginter vorne rein. Ansonsten, Mannschaft passt, würde ich sagen. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das geht eh wieder nur schief. Die Hamburger sind auch so eine Mannschaft, die mir nicht unbedingt liegt. Also von Spielanlage her, das ist genauso ähnlich wie mit Düsseldorf. Oder wen kann man noch dazu zählen? Gute Frage. Also Düsseldorf auf alle Fälle, wo ich mich immer schwer tue. Ja, Wolfsburg kann man nicht dazu zählen. Da haben wir ja gewonnen, das Hinspiel. Das war ja nicht so verkehrt. Nürnberg, ja, schon auch irgendwo. Schon auch irgendwo so ein leichter Hang zur Nervigkeit. Da haben wir Yedlin. Yedlin wurde schon gefragt. Der heimliche neue Superstar der Mannschaft. Weil die Noten waren immer gut in letzter Zeit. Und eigentlich sehr oft Spieler des Spiels auch geworden. So, da haben wir Schuster und Westermann. Also quasi Pest und Cholera zusammen auf einem Mannschaftsfoto. Ja, ich bin zwar Hamburg-Fan, aber ich bin nie so wirklich warm geworden mit Heiko Westermann. Ganz egal, ob der in der Innenverteidigung spielt oder ob der rechts spielt. Also, da geht eigentlich nur darum, dass er, wenn er am Platz steht, dann nimmt das Unheil meistens seinen Lauf. Und so sieht es in der Saison ja auch wieder aus, ne? Also wenn er spielt. Aber generell muss man einfach sagen, die Hamburger Abwehr in dieser Saison wieder mal Katastrophe. Also haben sich anscheinend da von den Bremern ein bisschen was abgeguckt. Da ist es ja eigentlich auch schon seit Jahren Standard. Also es gehört so ein bisschen zur Mannschaft dazu, dass man einfach eine schlechte Abwehr hat. So, wir spielen auf Konter, würde ich sagen. Das bietet sich an. Und dann gucken wir mal, wie das heute hier läuft. Also ich habe jetzt mal ein bisschen was wieder mal natürlich gelesen in den Kommentaren. Also ich nehme mir das ja wirklich alles zu Herzen, was da drin steht. Auch wirklich spielerisch. Und da ging es dann einfach darum, dass ich ja wegen der Abwehrarbeit einfach nicht immer so drauf gehen sollte. Sondern lieber mal die Mannschaft das selber machen lassen für mich. Und Mannschaftskameraden helfen lassen. So, Jansen blockt das Ding ab, gibt die erste Ecke für uns. Das ist natürlich eine Aufgabe für Jonathan Schmid. Vorne seht ihr schon ganz schön was los. Und da ist auch schon wieder der Chilier unterwegs gewesen. Jetzt musste ich gerade mal kurz stocken, weil das war ein Pfiff. Aber der geht diesmal nicht für uns. Also nicht wie da in Nürnberg. Ach, schade. Schade, das hat Schuster jetzt gut gemacht. Und jetzt pfeift er das ab. Ich wollte gerade runterspielen. Ich wollte gerade runterspielen auf Bakkali. Der war nämlich gestartet. Sah nicht so schlecht aus, die Situation. So, das ist Benzia auf Bakkali. Der wartet. Spielt ihn jetzt ab. Das war sehr gut gespielt. Wieder Benzia. Jetzt geht der Ball vor. Aber ich glaube, das ist Darida gewesen. Oh, um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Da prallt der Ball ab. Och, der Pass war schlecht. Aber irgendwo kommen wir doch noch dran. Das ist Durm gewesen. Mit den gelben Schuhen. Aber da habe ich so ein bisschen verkackt gerade, muss ich ehrlich sagen. So, Jungs, aufpassen. Aufpassen, Hamburg im Konter. Jetzt hat er mich wieder verladen. Sua. Chuck Sua. Und der ist nicht im Tor. Hamburg mit der ersten Großchance. Aber der war nicht im Tor. Und das lag wieder an mir, weil ich wieder nicht aufgepasst hatte. Beziehungsweise nicht das gemacht hatte, was ihr von mir verlangt. So, Benzia, Bakkali. Ich glaube, die werde ich auch in 500 Jahren noch verwechseln. Schuster schön jetzt raus auf Jonathan Schmid. Versuche, dass hier irgendeiner mitkommt. Ja, der könnte er noch hinbekommen. Könnte er noch.
Ich hasse diese ferngesteuerten Bälle. Es ist einfach grausam. Habt ihr den Trall gesehen, den der Ball hatte? Das war ja fast wie ein Brummkreisel. Der wird im Leben nicht so schnell werden. Der würde da irgendwo bremsen, in der nassen Sutsche hier. Aber nicht bei FIFA. Zumindest nicht, wenn man selber am Ball ist. Oder den Ball möchte. Bakali geht einfach mal durch. Ist hier 500 Mal schneller als die Hamburger Verteidiger. Jiracek. Aber es nützt ihm nichts, weil nämlich da keiner ist. Und schießen aus der Position ist auch Quatsch. So, Ginter da in der Mitte. Holt sich das Ding da. Sehr schön. Schuss da. Also vom Ballbesitz her ist es für uns jetzt nicht so verkehrt. Ah, Yedlin kommt da noch hin. Sehr gut. Da hilft dann einfach seine Schnelligkeit. So, nochmal rüber. Ihr seht ja, wo wir stehen momentan. Sehr offensiv. Sonst wäre ich aber froh, wenn der Durm mitkäme. Sehr gut. Erik Durm. Ah, langes Bein hier vom Hamburger. Klappt sogar. So, ich will nicht noch offensiver gehen. Das könnte schnell schief gehen. Sua. Chuck Sua tanzt da in der Mitte rum. Das ist Jiracek. Mit der Hacke. Bleiben am Ball. Kommt da einfach vorbei. Jiracek. Und jetzt haben wir das Ding. Dachte ich zumindest. Jetzt haben wir. Bakali. Ja, der hat irgendwie was gemacht, ne? Bei der Physis. Schmied. Sehr gut. Sehr schön jetzt. Jonathan, das ist Benzia. Benzia schießt und das Ding ist im Tor. Yassin Benzia. Schnapszahl. 33. Minute. 1:0. David meditiert. Super. Einfach Bakali wartet. Und ja, der Fehler dann von Jiracek. Der springt unten drunter durch. Genial. Also, ja, wie gesagt, Regen und auswärts. Das klappt momentan irgendwie. Jetzt ist schönes Ding nach vorne. Aber auch hier wird der Ball zu schnell. Da sehen wir Jansen. Ja, von dem hört man ja auch seit Jahren, muss man ehrlich sagen, die gleichen Phrasen. Wir müssen das abstellen. Wir müssen an uns arbeiten. Ich meine, es ist ja löblich, wenn er sich das quasi vornimmt. Das ist ja Professionalität, der Beginn, ne? Also Fehler erkennen und so weiter, die Sachen besser machen. Aber ja gut, es bleibt immer dabei. Da tut sich dann nie so richtig dann was. Das ist Badland. Es bleibt meistens beim Gerede. Und das ist dann halt teilweise, ja, natürlich nicht optimal. Das nimmt dir irgendwann noch keiner mehr ab, ganz ehrlich. Also dann bist du einfach der Quasselhannes in den Medien. So, der geht nicht mit. Der Darida war es, glaube ich. Schuster, Mr. Langsam machen. Durm. Ja, wird jetzt gestört. Oh, jetzt mache ich einen Fehlpass. Das war jetzt nicht so schlimm, aber dann ist er trotzdem weg. Hamburg will jetzt was machen. Er latscht mit dem Ding ins Aus. Ja, super. Gibt für uns den Einwurf. Kann ich ganz locker machen, weil da geht er nicht nach. Also da ist das gut gelaufen, würde ich mal behaupten. Was macht der Ginter denn für einen bekloppten Blödsinn? Komm, jetzt hol dir das Ding aber auch wieder, Mensch. Das ist jetzt absolute Minimum. Ja, gibt Abstoß. Ich mache mir das Leben wieder selber schwer. Gerade, weil das einfach hinten raus momentan nicht gut genug läuft. So, das ist wieder Bakani. Hat sich auf links wirklich sehr gut adaptiert. Der eigentlich rechte Spieler. Der rechten Seite. Das ist wieder Yedlin. Yedlin kann jetzt mal das Ding sich vorlegen. Er ist schnell. Flanke kommt. Benzia ist klein. Ja, natürlich. Natürlich. So, schade. Ich habe schon gedacht, ich kriege dann Freistoß nach dem Tänzchen des Hamburgers. Aber das war natürlich dann nur der Pausenpfiff. So, da marschieren sie rein. Ins Trockene, in die Kabinen. Und ja, das muss nicht das Tor sein. Nee, der Ilicevic. Das war viel zu eng, der Winkel. Ja, und er hat es diesmal einfach drauf, der Yassin Benzia. Wenn er vorne vorm Tor steht, das haben wir auch gegen Dortmund schon gesehen, dann macht er die einfach. So, da sind die anderen Halbzeitergebnisse. Bayern führt, wo haben wir denn die Dortmunder? Die spielen gar nicht. Aber für uns würde es natürlich schon sehr, sehr viel bringen, wenn wir hier die 3 Punkte mitnehmen könnten. Also ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel. Jeweils nur ein Schuss aufs Tor von Hamburg und auch von uns. Aber den Ballbesitz, ne, den schreibe ich mir mal auf die Fahne. Das war sehr gut. Das war wirklich sehr gut, was wir hier haben. 60%.
Auswärts nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist wieder Yedlin. Ja, das ist ja momentan ist so ein bisschen ein kleiner Kontrast, den ich ganz gerne habe. Ne? Also wir haben den Bakkali auf der linken Seite und haben Yedlin auf der rechten. Schmied mit der Flanke. Vorne ist wieder der Benzia frei. Aber ist natürlich wieder viel zu klein. Dann fragt man sich, warum spiele ich die hohen Bälle? So, sehr gut. Sehr gut, jetzt ist es wieder Schmied. Da ist Yedlin. Nochmal zurück auf den Franzosen. Der wartet jetzt, bis sein amerikanischer Mitspieler hier durchgeht. Ah, der Ball kommt nicht an. Sehr, sehr hart da im Umgang, die Hamburger. Aber die Genauigkeit fehlt bei den Hanseaten heute. Das war nicht das erste Mal, dass wir das sehen können. Ayeti. Oh, das soll der gar nicht hin, der Ball. Schön jetzt auf Darida. Der sieht jetzt Benzia starten. Der kann einfach mal draufknallen. Und da hinten ist Bakkali und der schießt das Ding drüber. Das war natürlich nicht einfach. Ja, ich habe ja gelernt, der ist Rechtsfuß, nicht Linksfuß. Schöne Parade von Drobny. Und da hat nicht viel gefehlt. Er hoppelt noch oben aufs Tornetz. Aber das läuft heute nach vorne wieder. Das läuft sehr gut. Bin sehr happy damit. Kopfballduell Ginter hat er sehr schön gemacht. Yedlin auf Jonathan Schmid. Ja, was mache ich? Ich kann noch ein bisschen was tauschen, aber momentan noch nicht die Not dafür. Schuster. Bakkali, ja, der ist nicht im Abseits. Der ist nicht im Abseits. Ah, jetzt habe ich gehofft, der kommt vorbei und zieht entweder einen Freistoß oder es wird gefährlich. Da ist er schon wieder im Zweikampf. Durm. Durm. Kann jetzt mal flanken. Wird im letzten Moment auch wieder gestört. Ihr habt da irgendwas gedrückt, was ich nicht wollte. Gleich mal gucken, wenn ich Zeit habe, um das Ganze mal wieder zu richten. Ja, ich hatte, glaube ich, auf hohen Druck oder so gestellt, was natürlich nicht unbedingt gut ist jetzt zu der Phase. Wieder Yedlin durch. Yedlin einfach mal flach. Ja, kann man ja auch mal machen. Aber war dann letztendlich doch zu dicht an den Keeper. So. Da ich das jetzt die ganze Zeit schon mit Flanken probiere, ich will ihn aber eigentlich gar nicht rausnehmen, den Benzi. Ja, wir haben ja hier unten noch mit Hanke einen Kopfballspieler. Und letztendlich, ja, Gelson Fernandes vielleicht hinten rein, Lazaro vorne, Zuck, linke Seite, ne, ich glaube, ich mache es erstmal anders, dass wir mit dem Einwechsel erstmal durchgehen. So, wieder Ginter, Ginter ist richtig kopfballstark, auch da wirklich auf der zentralen Position. Schmied, das ist Jansen. So, Jansen hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich mit Jiracek. Butland, komm raus. Und er rettet uns. Räumt den Hamburger ab, aber ich glaube, das gibt keinen Pfiff. Nee. Das war schön gespielt von denen. Klasse, ne? Da hat Durm nicht ganz aufgepasst, aber Butland, klasse. Heute kriegt er noch das Knie in die Schnauze. Geht er noch mit dem Nasenbeinbruch hier raus. So, Bade für Jiracek. Das Ganze ist jetzt ein bisschen offensiver gestaltet. Der ist gut, der Ball. Er geht nämlich nach hinten und wir klären. Jansen. Jansen gegen Hanke. Aufpassen. Schmied. Ach, um Himmels Willen. Um Himmels Willen, was für ein Fehler von Schmied. Der wollte das Ding rausschießen und kloppt da wie so ein absoluter Talentloser neben den Ball. Beister. Ach, jetzt wird's aber hier. Also wenn man sich das Ganze so anguckt, dann dauert es wahrscheinlich nicht mehr. Was pisst das hier? Meine Fresse, da wäre echt jeder Engländer stolz drauf. War knapp, das kannst du dir nicht oft leisten. So, Ball haben wir jetzt, haben ein bisschen Zeit, dann kann ich glaube ich den Rest auch mal tauschen hier noch. Schmied, den tausche ich jetzt mit Bakkali. Und dann den Zug auf die Seite. So, was haben wir denn noch? Lazaro, Schreibers, der kann das ja auch. Ne, der kann auch, glaube ich, auf dem Flügel spielen. Aber er könnte, glaube ich, auch hier auf Daridas Position. Ich versuch's mal. So, Yedlin. So, das ist Schmied. Mr. Unsicherheit. So, Yedlin hat den Ball. Schön auf Schmied nach außen. Wenn er sich da mal durchtanken kann, dann könnten wir eine Möglichkeit haben. Schönes Ding. Wir müssen mal machen. Ach, Drobny verhindert das 2-0. Das war aber mal klasse gespielt. Hier gewartet, gewartet. Wo ist der Mann? Wo ist er? Da kommt er. Und dann linker Fuß. Ich denke mal, der hätte gesessen.
Da haben wir einen. Wladimir Darida. Es wäre natürlich perfekt gewesen, sich selbst durch diese Situation hier auszuwechseln. Aber nicht ganz. Es ist knapp. Es steht weiterhin nur 1:0, muss man sagen. Da haben wir den Doppelwechsel. Jetzt muss ich schauen, wer die Ecken treten kann. Bakali, Schuster. Schuster, Ginter. Nee, das ist nix. Das ist doof, ne? Muss ich das Schuster machen lassen. Es stehen ja eh nicht so viele Jungs jetzt vorne. Logischerweise wegen der etwas defensiver ausgerichteten Grundordnung. Da haben wir Jedlin. Auf Bakali. Nicht den Ball verlieren. Gegen Van der Vaart. Das ist Rajkovic. Ball nach vorne. Ajeti. Erstmal zurück zum Torwart. Die stehen sehr offensiv, fällt mir mal auf. Also obwohl es eigentlich defensiv sein soll. Seht ihr ja, ne? Das ist eigentlich defensiv ausgerichtet. Aber naja. Schuster geht jetzt mal mit nach vorne. Zog, um Gottes Willen. Der ist frisch drin und der hat hier so eine lange Leitung. Kannst du nicht machen. Der Ajeti. Ajeti. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach hinten des Abseits. Brauche ich auch nicht hinzugehen. Habe ich schon gesehen, dass der Diekmeier da im Abseits ist. Es ist nicht viel gewesen. Ich bezweifle aber trotzdem, dass der da dran gekommen wäre. So, Rincón kommt, Aslan geht raus. Das ist auch ungefähr die gleiche Position, wie sie vorhin getauscht haben, was bei Day dann für Hieracek kam. Sie kommen nochmal, die Hamburger. Sie drücken nochmal ein bisschen. Ah, wieder so ein doofer Fehler hier. Aber eigentlich im Grunde genommen glaube ich, dass ich das ganz gut unter Kontrolle habe. So, Bade, jetzt nicht durchkommen lassen. Ja, da hatten wir ihn fast gehabt. Nicht ganz. Ilicevic. Mit dem Ball nach vorne. Aber da passt es heute einfach nicht von Hamburg. Da steht Bade. Millimeter im Abseits. Bade, der eigentlich nicht dafür zuständig ist, da vorne rumzurennen. Rafael Sobis. Ehemals in Spanien unterwegs für Betis Sevilla. Damals ein wichtiges Tor geschossen für Betis gegen Barcelona. Da wurde Madrid dann Meister. Das habe ich noch genau im Kopf. Die Situation damals. So, jetzt mal. Jetzt nochmal außen. Ich meine, solange wir jetzt den Ball hier außen haben, kann nichts passieren. Jetzt schön gemacht. Das ist Ginter. Ginter im Sturm. Oh, und den macht er wieder nicht rein. Ja, wird noch da gefoult irgendwo vom Torwart oder stolpert über die Beine. Hektik nochmal. Nachspielzeit läuft. Haben wir das nicht klar gemacht. Das hätte das 2:0 sein müssen. Hanke mit dem Kopf. Sehr schön. Nochmal Ball jetzt nach außen. Mike Hanke. Super durchgesetzt. Flankt ihn mal rein. Komplett anders als sonst. Anders würde es nämlich aussehen, wenn er in der Mitte stellt. Nochmal Van der Vaart. Aber nichts mehr. Nichts mehr. Es bleibt zum zweiten Mal in Folge bei der weißen Weste. Gegen Nürnberg haben wir die 3 Punkte entführt. Und auch heute aus Hamburg. Tja, fahren sie quasi dann komplett durch Deutschland dann mit dem Bus. Das fährt sich natürlich dann viel leichter mit einem Sieg. Und das haben wir geschafft. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht unverdient war. Wir hatten am Ende sogar die Möglichkeiten, hier das noch auszugleichen. Da nochmal. Ich meine, was soll Jiracek machen? Er versucht es dann noch zu retten. Da haben wir nochmal eine Situation. Der Dropny super hält. Und dann das Ding von Bakalin obendrauf. So, das hier, eine Möglichkeit für Hamburg. Und dann war auch noch die zweite, die sehen wir jetzt nicht mehr. Da haben wir jetzt noch die letzte Klasse mit den Füßen der Jaroslav Dropny. Also es war schon ein schönes Spiel. Also wir haben sehr viele Möglichkeiten gesehen. Wir sehen es auch hier. Also Ballbesitz haben wir nahezu beibehalten, diese fast 60%. Passgenauigkeit, bin ich sehr begeistert heute von der Mannschaft. Bei diesen Bedingungen, 84%, das haben wir selten. Das haben wir wirklich sehr, sehr selten. Wir kratzen meistens genau die 80 oder sind knapp drunter. Schussgenauigkeit von 6 Schüssen, die abgefeuert wurden, 4-mal aufs Tor, da bin ich auch absolut zufrieden mit. Wir haben 2-mal voll gespielt, wir hatten 2 Ecken genauso wie Hamburg, die standen zu oft im Abseits. Bei guten Möglichkeiten vorne, jetzt letztendlich da eben haben wir noch gesehen, Bade. Da hatten wir ungefähr 5 Hamburger auf einer Linie vorne, das war Millimeter. Ne, bin ich sehr happy mit, also können wir mal gucken, was jetzt hier die Noten aussagen. Schauen wir erstmal auf die Hamburger, auf den Verlierer heute, aber da wäre es auch nicht verdient gewesen, hier einen Punkt zu holen. Also da ist ja keiner bei, dem man das Prädikat Bundesliga-tauglich heute geben kann. Also 6,6, Jacques Suar, aber auch eher eine ungewohnte Position da hinten.
Dennis Diekmeyer mit einer 6,3 Dropny, vielleicht würde ich jetzt nochmal sagen, der beste Mann. Also es war auch auffällig. Also der hat da oft wirklich die Bälle festgepackt oder uns geärgert. Die Bälle weggefaustet. Also das lasse ich so stehen. Nee, also von daher, wenn man mal auf uns jetzt mal guckt, zum Beispiel Bakali mit einer 7,9. Wir haben dann Benzia mit einer 7,7, Schmied mit einer 7,3. Ja, die linke Seite ist mal wieder schlechter als die rechte. Aber das zieht sich komplett durch. Von der Verteidigung bis in den Angriff. Ne? Also die linke Seite, da fällt es heute ein bisschen ab. Gut, das hat vorher Bakali natürlich da auf der linken Seite gespielt. Also ist es nur bedenkgültig. Jedlin ist schon wieder hier bester Mann. Butlin bekommt zwar den Ball, aber die haben beide eine 8,0. Das ist mal wieder richtig stark. Ayeti und Julien ist, glaube ich, ein super Duo da hinten. Und der Matthias Ginter, der blüht auf da. Und man sieht ja auch heute mal wieder, ne? Er hat eine 8,0, genauso wie Jedlin und Butlin. Und Schuster eine 6,2. Also ich glaube schon, dass ihr da einfach recht habt. Dass die Zeit von Schuster hier zumindest in der Stammelf des SC Freiburg zu Ende geht. Das werde ich auf jeden Fall sehr, sehr genau beobachten. Aber es freut mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass wir heute die Punkte gemacht haben. Und gucken gleich natürlich mal drauf, wie das jetzt ausschaut in der Tabelle. So, ich habe hier noch ein paar Spieler, die ich mir aufgeschrieben habe. Habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Nationaltrainer USA. Fändet ihr das klasse? USA. Sind ja bei der WM, glaube ich, sogar dabei. Runde der letzten 16 erreichen. USA. Ich meine, die haben wirklich sehr, sehr viele interessante Spieler. Vielleicht können wir da Jedlin quasi mit reinnehmen, wenn er nicht sogar schon da ist. Angebot annehmen. USA. Ich weiß es nicht. 15. März 2015. Ja. Aber FIFA World Cup, das ist ja quasi schon rum. Logischerweise. Ne? Das war ja im Sommer der Vorsaison. USA. Also ich habe letztens gelesen, Chile. Chile wäre natürlich klasse. Ne, ich lehne das nochmal ab. Nachricht von Spielern. Joel Mal. Größere Rolle im Verein zu spielen. Ja, das ist immer das Problem. Erik Durm, was sagt er? Danke, dass sie mir ein Ohr geliehen haben, mich spielen lassen. Wenn ich in Form bin, das rechne ich ihnen hoch an. Tja, er hat sich's verdient auf der linken Seite. Also ich meine, seine Schnelligkeit, das macht natürlich einiges aus. Wir haben zwei sehr schnelle Außenverteidiger mit Jedlin und eben Durm. So. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die hier so finde. Normalerweise müsste das kein Problem sein. Ich gebe das mal gerade ein. Ich hoffe, es stimmt. Das ist ein ganz exotischer Name. Ishak Belfodil. Inter Mailand. 23 Jahre alt, ist ein Stürmer. Was ist das da? Algerien? Könnte sein. Algerien? Tja, Inter Mailand, ich weiß nicht, der ist da seit 2013, ob der jetzt da weggewechselt ist oder von Anfang an schon da ist. Ich kann mir das nicht erklären. Oder zumindest, ich weiß es nicht. Kenne den Spieler auch nicht, ehrlich gesagt. Gut, wir können mal beobachten lassen, Anfrage starten. Und dann schauen wir mal. So, Montero ist der Nächste, den ich mal schauen sollte. Freddy Montero, 27, Sporting Lissabon. Ist ein, oh Gottes Willen, was ist das denn? Ist es Kolumbien? Ist es Ecuador? Ich weiß es nicht. Könnte wohl Kolumbien sein. Die Flaggen sind sehr ähnlich. Auch mal beobachten lassen, Anfrage stellen. Und einen haben wir noch für die Verteidigung. Lichnowski ist, glaube ich, sogar irgendwo mit zweiter Bürgerschaft Österreicher. Der Chilene von Universidad de Chile. Spitzenverein da unten. Ich weiß es, weil ich darauf öfters schon mal gewettet habe, deswegen. Colo-Colo ist da, glaube ich, der große Konkurrent dieser Mannschaft. Anfrage machen wir auch mal. So. Ich sträube mich immer so ein bisschen, diese Spieler hier an mir anzugucken. Olinga zum Beispiel, Fabrice Olinga, das ist ein linkes Mittelfeld. 18 Jahre jung vom FC Malaga. Und ich meine, ich lockere das mal ein bisschen auf. Wir sind ja nicht hier beim Fußballmanager mit RB Leipzig, sondern mit Freiburg unterwegs. Und von daher gucke ich da gerne mal drauf. Da war noch einer, jetzt weiß ich aber nicht mehr. Ich glaube, der hieß Manquillo. Mal gucken, ob ich den richtigen finde. Ich denke mal, naja gut, es können zwei sein. Das ist entweder er hier, aber Atletico Madrid könnte schon hinkommen. Rechter Verteidiger, ne?
So, mal beobachten, Anfrage stellen. Ich glaube, da müsste ich sie eigentlich fast alle haben. Ich kann noch mal nachgucken. Aber ich denke mal, das reicht für heute. So, schöne Geschichte. Wir gehen mal weiter vor. Nationalteam abgestellte Spieler. Darida, Bakali, El Nini und Yedlin. Ja gut, er spielt jetzt wirklich wie du, Amerikaner. Anfrage Belfodil. 28 Mille. Ja, klasse. Machen wir. Machen wir sofort. 8 Millionen für Freddy Montero. Und bei Manquillo wären es 2,1. Also das wäre dann noch eher machbar. Von den ganzen. Ah ne, das hier hatten wir schon. Das hatten wir schon. Okay, also es geht erstmal weiter. Anfrage Lichnowsky. 525.000. Könnte man sagen, ja. Könnte man sich natürlich leisten in dem Sinne. 450.000 für Ulinga. Ich meine, in Let's Plays habe ich den sehr wenig gesehen bis jetzt. Vor allem, was FIFA angeht. Also, ich will da jetzt nichts von vornherein ausschließen. Aber die beiden, die wären auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir können mal gerade gucken hier. Ne? Ich mache es am besten mal mit Spieltag, dass wir alles zusammen haben. Wenn wir noch wissen, was sonst passiert ist. So, das müsste, glaube ich, jetzt der Spieltag sein. Ja, 1-0 in Hamburg gewonnen. Bayern 2-0 gegen Hertha. Und die Stuttgarter 3-0 gegen Nürnberg. Wolfsburg müssen wir auch gucken. 2-0 gegen Dortmund im direkten Duell der Champions League-Anwärter. Tja, ich würde mal behaupten, das war ein dickes, dickes Brett jetzt für die Wolfsburger und für die Bayern vor allen Dingen. Was haben sie 3 Punkte Vorsprung? Wolfsburg kommt wieder ran. Es sind 8 Punkte auf die Bayern. Und wir bleiben auf der 9. Ja, und leider Gottes bleibt es auch bei den 7 Punkten auf Mainz und auf die Schalke. Auf Leverkusen haben wir jetzt 4. Haben wir jetzt 4. Das kommt natürlich auf den Pokal an, wie das letztendlich aussieht. Wenn dann Dortmund gegen Bayern spielen würde, das wäre der Optimalfall für uns. Das würde nämlich dann bedeuten, dass der Platz 7, also Bayer Leverkusen in dem Sinne, noch europäisch spielen würde. Und das sind dann halt 4 Punkte für uns. Wären dann 4 Punkte. Und das kannst du machen. Ne? Das kannst du machen in den jetzt noch verbleibenden 7 Spielen, die dann noch übrig sind. Ja, das freut mich. Das freut mich. Also die letzten beiden Spiele wieder sehr gut gewesen. Nicht nur vom Ergebnis, sondern auch, wie wir aufgetreten sind. So, wer will hier weg? Thomas Bachmann. Thomas Bachmann. Wo will der hin? Weiß ich nicht. Ist auch eigentlich egal. Mohamed Elneny, danke, Chef. Ich möchte einfach Danke sagen, dass ich öfter in der ersten Mannschaft eingesetzt werde. Ich war unzufrieden, aber jetzt bin ich viel glücklicher. Das ist auch klasse. Also er spielt ja zumindest jetzt auch für Ägypten die Nationalmannschaft. Das heißt, Spielpraxis bekommt er ja auch so. Russland. Russland. Ja, Russland. Das ist auch interessant, ne? Aber das reizt mich jetzt nicht unbedingt. Also USA hätte ich jetzt spannender gefunden als Russland. Ganz ehrlich. Aber wer weiß, was da noch kommt. Also jetzt will auch hier Chris Antunes weg. Aber die Spieler sagen mir alle gar nichts. Also ich denke mal nicht, dass wir jetzt da mit denen irgendwas vorhatten. Also da können sie gerne gehen. Ich bin gespannt, gegen wen wir jetzt spielen müssen. Abschlussbericht Manquillo. Das war er, rechter Verteidiger. Das schaut, ja, ich würde mal sagen, durchwachsen aus. Wir können ja sagen, dass er noch weitergucken soll. Ein bisschen genauere Sachen rausfinden. Das gleiche können wir auch bei Lichnowsky machen und ich denke mal auch bei Olinga. Aber Olinga haben wir gerade schon gesehen, das sind Top-Werte. So, was haben wir noch? Montero haben wir auch schon gerade kurz gesehen. Jugendspieler will weg. Tim Areola. Ja, jetzt glauben die alle, die wären bereit für die erste Mannschaft. Die sollen mal klarkommen hier. Ja, ist auch nicht so verkehrt, aber gut, er ist natürlich auch schon 27, also darf man schon erwarten, dass es schon eher ein gestandener Spieler ist. So, Pressekonferenz kommt, aber erstmal haben wir eine Trainingsverletzung. Wer haben wir denn hier? Alexander Schwollo, Kreuzbandriss. 4 Monate ausfallen. Ja, das ist jetzt gut, dass wir jetzt 3 Torhüter haben. Dass der Schwell mal dann quasi bereitsteht. Das ist bitter, ne? So, hier haben wir die. Tim Areola, wo ist der denn jetzt? Tim Areola, das ist er. Nee, guck mal, siehst du, deswegen sagt er mir auch nichts. Deswegen sagt er mir auch nichts. Jugendspieler freigeben von mir aus. Thomas Bachmann kann auch weg. Der Ösi. Da war doch noch irgendeiner. Irgendeiner, ich glaube hier Christ Antunes. Kann auch weg. Ja, meinetwegen haben wir wieder ein bisschen Platz, bisschen alles übersichtlicher gestaltet. Jetzt haben wir Hannover 96. Ich nehme mal an, zu Hause. Also, ich lobe ja gerne Spieler. Ich lobe ja gerne Spieler. Und das kann ich auch mal bei Ajeti machen, weil. Der hat es jetzt richtig gut angenommen, da hinten. Also quasi den Platz in der Innenverteidigung anzunehmen. Jugendspieler löst Vertrag auf Remo Leitner. Tja, ich weiß noch nicht, welcher Verein ihn aus unserem Jugendprogramm gelockt hat, aber ich werde es herausfinden, ne? Wie so ein Detektiv, ne? Nee, also ich denke mal, das können wir schon irgendwo verschmerzen. So, unten haben wir nochmal den kleinen Ausschnitt der Tabelle. Ja, das ist ein Heimspiel gegen Hannover und
Ich weiß jetzt gar nicht, wo die stehen, aber ich glaube nicht sehr weit oben. Hannover auf der 14, 27 Punkte, das heißt ganze 10 Punkte hinter uns. Eine relativ schlechte Abwehr mit 37 Toren. Aber ich meine, im Verhältnis zu dem, was da unten noch so rumrennt, ist die Verteidigung nicht so verkehrt, aber die schießen halt keine Tore. Also ich denke mal, das sollte machbar sein. Wenn wir konzentriert spielen, dann können wir hoffentlich hier das Triple perfekt machen. 3 Siege in Folge. Gucken wir mal rein. Bis gleich.